Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video zeigen wir euch den wunderschönen Campingplatz Porto Solo hier auf der Halbinsel auf Istrien in Kroatien. Und ja, wir sind jetzt hier gerade im Frühling. Die Saison hat jetzt gerade begonnen und ist auf alle Fälle schon richtig schön. Ich stehe hier gerade am Strand des Campingplatzes und jetzt zeige ich euch mal ein paar Eindrücke und nehme euch mit auf dieser kleinen Campingplatz-Tour. Und hier ein kleiner Überblick für euch, wo der Campingplatz auf der Halbinsel Istrien genau liegt. Das Besondere am Porto Solo Campingplatz ist, dass er ganzjährig geöffnet hat und somit auch im Winter und eben auch in der Nebensaison oder beginnenden Saison schon geöffnet hat und man hier schon seinen Urlaub verbringen kann. Hier seht ihr die Rezeption. Und direkt neben der Rezeption befindet sich die Entsorgungsstation und die Müllstation. Das Badehaus, das direkt bei der Bucht liegt, ist super modern und hat uns richtig gut gefallen. Außerdem gibt es im oberen Bereich auch noch Familienduschräume und eine Sauna. Also hier hat man wirklich ein sehr angenehmes Sanitärhaus geschaffen. Da wir jetzt in der Nebensaison dort waren, hatte die Poolanlage noch nicht offen, aber hier ein kleiner Eindruck, wie die aussieht. Neben den Stellplätzen hat der Campingplatz auch diverse Mobilheime. Und dann gibt es auch ein Restaurant und eine Bar, und zwar eine Pizzeria und eine kleine Bar direkt am Meer, in der man ein paar Snacks, Pommes und kleinere Speisen essen kann. Die Bar ist auf jeden Fall super schön, die war direkt bei unserem Stellplatz. Das Restaurant befindet sich wiederum in der anderen Bucht des Campingplatzes. Und ja, hier kann man sich auf alle Fälle gut gehen lassen und den Blick aufs Meer genießen. Direkt nebendran ist übrigens auch ein Spielplatz. Die Stellplätze direkt in der Reihe am Meer sind natürlich etwas teurer, aber aus unserer Sicht lohnt sich das auf alle Fälle. Wir hatten so einen Stellplatz und es ist einfach fantastisch schön, morgens die Tür aufzumachen und direkt aufs Meer zu schauen. Und insgesamt haben uns hier auch die Stellplätze sehr gut gefallen in dem Teil direkt an der Bucht. Auch das können wir wirklich sehr empfehlen. Und die Badebucht bzw. der Strand des Campingplatzes ist ein Kiesstrand, geht schön seicht rein und es gibt hier auch Duschen und Einstiegsmöglichkeiten. Ist auf jeden Fall wunderschön. Auf unserem Instagram-Kanal nehmen wir dich übrigens auch immer live mit bei unseren Reisen in der Story und in unseren Posts findest du viele interessante Informationen über die verschiedenen Reiseziele. Thank you.
Und dann hat der Campingplatz auch noch Stellplätze, die nicht an der Badebucht liegen und die sind dann eher in so einer bewaldeten Region untergebracht. Und hier nochmal ein kleiner Eindruck der zweiten Badebucht, wo sich auch die Pizzeria befindet. Auch eine sehr schöne, aber deutlich kleinere Bucht mit auch wieder glasklarem Wasser. Und hier gibt es eine kleine Promenade, bei der es auch immer wieder Einstiegsmöglichkeiten ins Wasser gibt und auch integrierte Duschen. Und das Beste sind natürlich die wunderschönen Sonnenuntergänge, die man hier genießen kann. Ja, es gibt eigentlich einiges Positives über den Porto Sole Campingplatz zu sagen. Es ist wirklich wunderschön hier. Es gibt eine tolle Strandpromenade. Hier kann man sich ja auch im Sommer super gut baden. Außerdem gibt es eine Poolanlage. Die war jetzt noch geschlossen, weil wir noch keine Poolsaison haben. Aber auch die sah auf jeden Fall schön und vielversprechend aus. Und es gibt auch noch eine zweite Badebucht. Außerdem es gibt hier diese kleine Bar. Die haben wir auf jeden Fall auch genutzt und die ist richtig schön. Und auch eine Pizzeria im hinteren Teil des Campingplatzes. Richtig gut finden wir es, dass der Campingplatz schon in der Nebensaison offen hat. Das heißt, jetzt Ende März, Anfang April war der schon offen. Und das trifft nicht auf viele Campingplätze hier in Kroatien oder Istrien zu. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein super Stopp, wenn man hier schon im Frühling hinfahren möchte. Was uns ein bisschen gestört hat hier am Campingplatz war, dass die Beschilderung nicht ganz eindeutig ist. Wir haben recht lange gesucht, bis wir die Chemietoilettenentleerung zum Beispiel gefunden hatten. Aber auch andere Sachen sind einfach nicht ganz so gut gekennzeichnet. Und wenn man am Anfang auf den Campingplatz fährt und zum Check-in-Schalter möchte, zur Rezeption, da gibt es eigentlich keine gute Gelegenheit für Camper zu parken. Das ist ein bisschen schlecht gelöst. Das hat uns auch ein bisschen am Anfang gestört. Und hier nochmal ein kleiner Überblick, wo sich der Campingplatz befindet. Und dann kann man an der rot markierten Linie entlang der Promenade am Strand bis nach Vrsa laufen. Das sind nur einige wenige hundert Meter und dann kommt man am Hafen an. Über diese Promenade hier ist man übrigens auch innerhalb von wenigen Minuten bis zum Hafen von Vrsa gelaufen und kann sich dann auch die kleine Stadt anschauen. Und wenn man sich so richtig entspannt hat, möchte man ja irgendwann auch mal Ausflüge machen. Und dazu bietet der Campingplatz drei Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe. Das ist einmal die Stadt Poreč, der Limski-Kanal und die Stadt Rovinje, die wir auch schon besichtigt haben und super schön fanden. Und hier ein paar Eindrücke dieser Ausflugsziele. Der Limski-Kanal ist ein wunderschöner Fjord, der ins Landesinnere reicht. Und von hier aus kann man Bootstouren unternehmen von offenem Meer rein in den Kanal. Das ist auf jeden Fall super schön und uns hat auch schon die Aussicht in den Limski-Kanal total beeindruckt. So, nachdem wir nun am Fjord waren, sind wir jetzt nach Rovinje gefahren und schauen uns jetzt mal die Stadt an. Die Stadt Rovinje ist auf jeden Fall wunderschön. Sie liegt direkt am Meer und man kann durch die engen Gassen schlendern, die bunten Häuser bestaunen. Es gibt eine wunderschöne Hafenpromenade und tolle Cafés und Restaurants direkt am Meer. Also ja, hier kann man wirklich viel erleben und es ist eine wirklich extrem schöne Stadt. Thank you.
Wir sind jetzt nach Poretsch gefahren und schauen uns die Innenstadt an. Die Stadt Poretsch hat uns auch sehr positiv überrascht. Hier gibt es auch wunderschöne Einkaufsstraßen, kleine Gässchen und viele Läden. Die Stadt lädt auf jeden Fall auch für einen schönen Spaziergang ein und für ein gutes Essen in einem leckeren Restaurant. Also auch hier ein wirklich schönes Ausflugsziel und man kann es sich hier an der Uferpromenade gut gehen lassen. Ja, und das war's nun, unser Video über den Porto Sole Campingplatz. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und euch einen guten Eindruck hier vom Campingplatz gegeben. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal hier wart. Und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid.